Noch schützt die Bandage, doch er ist wieder voll einsatzfähig. Nikolai Teilinger wechselte Ende März mit einer Knieverletzung aus Göpping in die Hansestadt. In dieser Woche konnte er nun zum ersten Mal ins Mannschaftstraining einsteigen und fühlt sich endgültig bei der Mannschaft angekommen. Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, man hat's auch gesehen, dass es auch rund läuft. Jetzt im Training, habe jetzt gestern angefangen mit dem Mannschaftstraining. Habe jetzt soweit auch keine Probleme. Ich fühle mich gut und sicher. Ja, ich freue mich natürlich drauf, endlich auch wirklich bei der Mannschaft zu sein und auch mittrainieren zu können. Und ja, ich hoffe dann am Sonntag ein paar Einsatzminuten zu bekommen. Dann empfängt das Team von Trainer Thorsten Janssen Schlusslicht GWD Minden. Die Westfalen sind bisher noch ohne jeglichen Punkt. Der HSVH könnte somit in dieser Saison zum ersten Mal als Favorit auf die Platte gehen. Mal gucken. Also wir haben Respekt für alle Gegner und wir wissen auch, dass wir müssen 100% Gas geben. Weil in Bundesliga ist niemals einfach. Ja, klar, Minden hat noch nicht gewonnen, aber das ist nicht unser Problem. Wir fokussieren auf uns selbst und kommen mit Vollgas am Sonntag. Gespielt wird am Wochenende erstmals in dieser Saison in der Sporthalle Hamburg. Nach Umbauarbeiten am Dach der Sportstätte kann nun auch hier Bundesliga-Handball gespielt werden. Ich habe in der kleinen Halle jetzt noch nicht gespielt, aber ich habe gehört, die ist enger auf jeden Fall. Da kommt auch ordentlich gute Stimmung auf. Ich denke eher, ich mag dann doch das Hitzige, wenn es so eine kleine Halle ist und da ordentlich Dampf im Kessel. Hoffe ich natürlich am Sonntag und wäre geil, wenn wir dann gewinnen. Nicht nur für Teilinger, sondern auch für seinen Teamkollegen Kaspar Mortensen wird es die erste Partie in der renovierten Spielstätte sein. Und trotzdem, der Däne scheint sich schon jetzt in der Sporthalle ziemlich heimisch zu fühlen. In mein Schlafzimmer. Das wird mein erstes Spiel da und ich freue mich riesig, für in Sporthalle Hamburg auch zu spielen. Die Halle wird mit knapp 4000 Fans nahezu ausverkauft sein. Ob für Mortensen da Schlafzimmeratmosphäre aufkommt, hoffentlich nicht.